Ja, wer hätte es gedacht? Irgendwie beide Antworten sind richtig. Sexzimmer ist richtig und wir finden unsere grenzdebile Schwester. Wer hätte es gedacht? Aber sag mal, an wen erinnert mich diese, die unsere Protagonistin? Pff, weiß ich nicht. Die ist ein bisschen, die hat ein bisschen was von Toni Collette. Kennst du die? Toni Collette? Toni Collette? So, da gehe ich sicher nicht runter. Es ist viel zu dunkel, aber wir haben ein Feuerzeug. Das hat hier in verschiedenen Horror-Games hat das hier schon sehr gut geholfen. Feuerzeug. Ja, genau. Und immer in den Keller gehen. Kommt immer gut in Horrorfilmen. Hallo? So, kalt mal einfach hier hin. Auszeichnung wurde freigeschaltet. Ein Auge für Details. Keine Ahnung, wofür das jetzt war. The police told me my sister had been dead for years. They asked me if I'd noticed anything. I lied. We used to spend all our time there. What was she trying to tell me? Auszeichnung wurde freigeschaltet. So, okay, leider ist unsere Schwester tot. Okay, was wollte sie uns damit sagen mit der blutverschmierten Zeichnung unseres Baumhauses? Hör mal, ich bin schon mal ein Ballermann hier. Zum Glück ist sie ungeladen. Was für ein Glück. Ist ja toll. Ja, ich würde mir ein Auge ausschießen. Okay, oh, ein Zettel. Ich werde hier sitzen bleiben. Egal, wie lange es dauert, aber ich werde sie nie wieder an meine Tochter heranlassen. Es ist mir egal, was meine Frau sagt. Kein Geld der Welt kann uns zurückgeben, was sie uns weggenommen haben. Tja, das sieht wie die Schrift meines Großvaters aus. Er wollte meiner Mutter etwas antun. War das vor ihrem Tod geschrieben worden? Kryptisch. Okay. Ein Haken, fest mit der Kette verbunden. Also ich muss sagen, das ist tatsächlich doch recht für ein Wimmelbild, muss man wirklich mal sagen. Ja? Ohne jetzt Wimmelbilder per se runterzustufen, ist es wirklich schön catchy gemacht irgendwie. Also ich fühle mich bestens unterhalten. Ja. Und ihr hoffentlich auch, ihr Lieben. So, hier haben wir, vielleicht befindet sich etwas Nützliches im Kofferraum. Ja. Und wir haben nichts zum Öffnen des Gleichigen. Oh, warte, oh, guck mal, was ist denn hier oben? Detective. Der Detective sagte mir, dass meine Schwester schon vor vielen Jahren gestorben ist. Sie kann mir also den Brief nicht geschickt haben. Es stimmt mir zu, dass die brennenden Kerzen sehr seltsam seien. Ich wollte ihm von der Zeichnung unseres Baumhauses erzählen, aber dann stellte ich mir vor, wie die Polizei zu unserem Haus kommen würde. Sie würde alles auseinandernehmen, nur um uralte Beweisstücke zu finden. Ich kann Ihnen auch später Bescheid geben, wenn ich dazu bereit bin. Ja. Ja, ganz ehrlich, wann ist man dazu bereit? Ja, das ist, wenn man gerade seine, also ich stelle mir das sehr, 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 sehr schwierig vor, irgendwie seine tote Schwester zu finden. Also. Ja. So, hier finden wir eine Heckenschere, eine kleine. Hier ist Cheshire? Oder was? Aber das ist doch ein CH vorne, wa? Nee. Ah ja, guck mal hier. Ich steh da oben. Cheshire. Worcestersoße. So, der Name nach Urteilen begruben Kinder ihre Haustiere. Ja, Friedhof der Kuscheltiere, schön. Wahrscheinlich wegen des berühmten Buches. Ah, sehr schön. Aber warum ausgerechnet in unserem Garten? Ja, das
Ist eine gute Frage. Anscheinend stieg jemand immer durch dieses Loch hier ein. Okay. Ja. Ist das hier noch? Die Namen nach zu urteilen, Grubenkinder ihrer. Ja, 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 okay. Scheinbar. Oh nein, das Baumhaus. Das Baumhaus. Hier haben wir noch einen Mühlstein, Wetzstein. Ein Mühlstein. Das ist, ja. Die Zisterne versperrt den Weg. Was haben wir hier noch Glänzendes? Nee, ist gar nichts. Ist etwas vergraben, aber ich bin lieber vorsichtig. Vielleicht besser mit einem Pinsel starten. Ja, genau, mit einem Pinsel. Junge, hol die Schippe aus dem Garten, denn ist das hier gut. Hör mal. So, ich erinnere mich, als Großvater eine Lampe in unser Baumhaus installiert hatte. Es war, als wäre es unser eigenes Haus. Na. David, bitte verbiete den Mädchen, das Licht anzuschalten. Du weißt ganz genau, dass sie es nicht mag. Sie sieht die Mädchen dort spielen und wird sehr traurig. Hör auf, dir selbst oder der Laudius Familie die Schuld zu geben für das, was passiert ist. Solche Dinge passieren immer wieder. Komm bitte nach Hause. Großvater hat eine Lampe in unserem Baumhaus installiert. Sie waren ganz stolz und fühlten uns erwachsen, dass wir echten Strom in unser Haus hatten. In unserem Haus hatten wir ja vorlesen. Perfekt heute. Doch irgendwann stellte er den Strom ab und wir durften ihn nie wieder einschalten. Wer ist diese ihr und sie und warum hört die Musik so abrupt auf, von der ich immer wieder lese? So, Opa ist nicht da. Ich mach mal an. Oh, wir sollten natürlich besser die Sicherung finden, das ist ja klar. Das wäre auch zu schön gewesen. So, aber wie wir merken, befinden wir uns wieder in einem neuen, völlig sehr, sehr großen Areal. Also die Irrenanstalt ist passé. Und wir sind jetzt quasi also wieder bei uns zu Hause. Na, was hat er denn jetzt hier gerade angezeigt? Das war der Brunnen, ne? Den Brunnen, oder? Ja. Ja. Okay, so, das Baumhaus. Da komme ich nicht ran. So, hier sind die Bretter kaputt. Hier müssten wir wahrscheinlich die Treppenstufen erneuern. Okay. Also wir kommen auch nicht rauf. So, durch die Tür sind wir jetzt nicht gekommen. Ne? Habt ihr das überhaupt probiert? Tür ist abgeschlossen. Alle Türen im Haus konnten mit dem gleichen Schlüssel geöffnet werden. Das ist natürlich sehr schön, wenn ich mich recht erinnere. Okay. Schauen wir nochmal, ob wir vielleicht... Ne? Fässer sind voll Wasser und können sie nicht verschieben. Wenn ich sie doch bloß entleeren könnte. Umkippen. Oh, die Heckenschere rin in das Ding hier. So, okay. Na, und mal weiter nach vorne. Ja, ich würde ihn gern öffnen. Mit der Heckenschere wollte ich das nicht probieren, wa? Nee. Die Wicht draufknallen. Mit Gewicht. Ja, ist seit Jahren nicht bewegt worden. Komisch. Scheinbar müssen wir wirklich erst eine Art Schlüssel oder irgendwas finden. Ah, Heckenschere. Ah, eine Heckenschere. So, na dann, schnippe die Schnipp. Denn es war immer der Gärtner. Und hier haben wir schon mal Schlüssel. Das sieht wie Autoschlüssel aus. Sehr gut. Hervorragend. Na dann. Sesam, öffne dich. Und wir haben ein Wimmelbild vor uns. Okay. Ja. Die ist hier, warte mal. Schrotpatronen, ne? Okay, gut. Heißt jetzt also, warte mal, hier haben wir einen Schraubenzieher. Ah, nochmal Patronen. Hier ist noch eine Patrone. Hier ist noch eine. Da ist noch eine. Siehst du noch irgendwo eine bei dir? Drei Stück fehlen noch. Drei Stück fehlen noch? Hier ist noch eine Zeitung und noch ein Schraubenzieher. Okay. Scheinbar müssen wir alle Schraubenzieher sammeln. Hier oben ist noch eine. Lässt sich bestimmt irgendwie öffnen.
Hat mit einem der vier Schraubenzieher vielleicht? Das ist ja so. Ah, okay. Ah, schau mal. Echt jetzt? Oh nein. Ich weiß nicht, sollte man das tun? Also ansonsten könnte man das doch nicht machen, oder? Ja. Musst du alle vier eventuell wirklich dafür verraten? Ja, musst du wahrscheinlich. Also, was sind das für Schraubenzieher, ey? So, hier haben wir das Fixerbesteck und auch die vorletzte Patrone. Was können wir denn hier nehmen? Den Bohrer. Können wir noch was nehmen? Sieht nicht so aus, ne? Nee. Okay. Aber eine Patrone fehlt hier noch. Eine Patrone fehlt uns. So, hier glänzt irgendetwas. Ich brauche einen Bohrer. Na dann. Wofür denn? Ach so, hier ist noch die Schmerle. Haben wir noch. Na, dann nehmen wir die doch mal. Und. Hallo? Oh, was ist die Patrone? Hier ist die Schlumpe. Dies könnte nützlich sein. Okay, und wurde sofort rausgeschmissen. Okay. So, hier vorne können wir nochmal schauen. Ob wir... Jawohl. Jawohl, hör mal. Ich hasse den Makler dafür, dass er mir den Verkauf der Immobilie aufgedrängt hat. Es ist schier unmöglich, das Haus zu verkaufen. Es ist einfach nur unheimlich. Diese Kinder glauben, dass sie ihre Haustiere zum Leben erwecken können, indem sie hier begraben. Ich hasse Kinder. Ich glaube, dass ich ein Mädchen im Haus gesehen habe. Wie kann man das nur möglich? Wie kann das nur möglich sein? Das Haus ist seit Jahren verschlossen. Ich brauche dringend Urlaub. Ja, das ist die Notiz des Immobilienmaklers, der beauftragt wurde, unser Haus zu verkaufen. Warum hatte er keinen Erfolg? Und warum steht sein Auto nach 10 Jahren noch hier? Tja, gute Frage, nächste Frage. So, okay, wir haben jetzt auch keinen Autoschlüssel mehr, der ist jetzt weg. Ich kann das Auto nicht starten, wie sollte es auch anders sein? Jetzt hier wo erstmal vielleicht nichts weitermachen können. Na gut, okay. Nehmen wir go this way und dann würde ich mal sagen, laden wir die Wumme. Ah, okay. Schwanz. Oh Gott, ob das eine gute Idee ist. Ich weiß nicht. Gewicht. Kann man hiermit jetzt was machen? Nee. Denn, was, hier vorne können wir was machen? Was kann man denn hier machen? Ach, hier nicht noch was? Eine Rose. Eine Rose. Mm. Jetzt müssen wir bacheloren. Wir müssen bacheloren, Benni. So, okay, ich habe die grobe Vermutung. Warum? Ja, es ist, solche Fragen stellen sich nicht bei Wimmelbären und wir können das Haus betreten. Das ekelhafte Gruselkurzhaus. Oh nein, oh nein, oh nein. Dafür haben wir jetzt übrigens, für einen Schuss haben wir jetzt 8 Munitionsdinger gesucht. Also, ja. Okay. Das ist mal ein ziemlich großes Haus. Okay. Wir gehen hin. Aha. Okay, hier ein Zettel. Das Haus ist wirklich unheimlich. Ich höre Stimmen. Selbst wenn ich mir die Ohren zuhalte, höre ich sie immer noch. Ich weiß, dass ich nicht verrückt bin. Es ist dieses Haus. Der Immobilienmakler sah also auch Dinge und hörte Stimmen. Da bin ich ja nicht die Einzige, die verrückt ist. Egal, ob es gut oder schlecht ist, es ist etwas völlig anderes. Tja. Ich brauche ein spezielles Emblem, um diese Tür zu öffnen. Okay. Also, ich mag die Musik auch von dem Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen. Die ist sehr atmosphärisch. Komplett zusammengeklaut wahrscheinlich von sehr vielen Sachen. Aber ich finde sie gut. Die fällt mir sehr, sehr gut. Scheint nicht zu funktionieren. Nichts passiert. Was haben wir denn da? Verdammt heiß. Ach, Strom geht noch. Das Ding war die ganze Zeit also an, ja? Das ist schön. Ach, nee. Doch, die ganze Zeit hat der Top. Oh, was haben wir denn da? Unten hat sie... Okay. Jetzt kannst du auch noch hin und her schieben, okay. So, was ist jetzt los? Die Stimmen?
Sollen wir jetzt was kann man hier die Geschichte abbilden? Oder? Nee, ich glaube, du musst das einfach nur irgendeinen Bereich freiräumen. Ich weiß noch nicht welchen. Oder musst du unten an die Kiste kommen, an diese gelbe, die du jetzt gerade quasi freigeräumt hast. Ah, wir müssen anders Post hauen. Da müssen wir hin. Das Posthorn. Runde Tetris. So, das Hörnchen haben wir. Wunderbar, okay. Hier am Wasserhahn können wir noch was machen. Wurde das Wasser abgestellt? Draußen gibt es sicherlich ein Ventil, an dem ich es aufdrehen kann. Ja, vielleicht. Mhm. Ach, das ist das Esszimmer. Ich dachte, das ist ja okay. Warum sitze ich jetzt auf dem Bett? Schön. Es stimmt mich sehr traurig, den Tisch zu sehen, an dem wir immer gemeinsam saßen. So viel Erinnerung, ja, so viel Erinnerung. Mein Großvater hat die meisten aufgehoben, einige hat er selbst gemalt. Oh, schau mal, er war also ein Maler. Ja, so ein bisschen Feuer lodert immer noch. Eine Fernbedienung, na klar, sucht sie jetzt die Fernbedienung. Mann, jetzt ist auch ein scheiß Gruseltoaster. Also... ist verschlossen. Den kann man sicherlich nicht aufbrechen. Ich brauche einen Schlüssel. So fängt es an. Was ist das denn? Ein Hebel. Meist endet es so. Nee. Oh, eine schöne Idee. Also wir brauchen erstmal anscheinend irgendwas herzförmiert, was wir da pressen können. Piti? Oh, wir haben einen Abschöpflöffel. Aha. Was seid ihr für eine illustre Bande? Das Laudius-Anwesen. Die Laudius-Familie war eine wohlhabende Familie und sie halfen uns bei dem Erwerb unseres Hauses. Na, das ist schon mal... sehr skurril. Das ist immer sass. Sie waren immer sehr nett und ihr Spielzimmer war einfach klasse. Heather war immer bei ihnen, bis Großvater es eines Tages nicht mehr erlaubte. Ja, das wird auch seinen Grund gehabt haben, denke ich mal. Wer weiß, was mit dieser Familie los war. Piti? Mein Vogel würde gut in den Käfig passen. Ja, wahrscheinlich, ja. Das... können wir jetzt hier noch in die Gammelbude hopsen, du hast hier noch einen Vogel. Ich brauche eine Angelschnur und einen Haken. Hm. Boah. Geradeaus oder rechts, Benni? Sag mal was. Na, ich sag mal... Oh, warte. Das Gewicht wurde sie benutzt, um Kacheln zu beschweren. Na dann. Nee, da, oder? Musst du nicht Kacheln vielleicht noch darauf legen? Sie willst du noch Fliesen oder was? Ja. Ach, na, sag mal. Wir mussten, bei dem ersten Haus mussten wir auch die Treppen bauen. Der Klebstoffpulver. Na, wahrscheinlich brauche ich irgendwie Wasser. Okay. Schwupp, nee. Ah, okay. Was soll das bringen, ne? Ist ja albern. Wahrscheinlich können wir auch draußen mit dem Hahn das Wasser anstellen. Mhm. Oh, ein weiteres Wimmelbild wartet auf uns. So. Hier können wir ein Foto anfassen. Okay. Oh, da haben wir schon mal eine Angelschnur, glaube ich. So, okay. Was können wir denn noch Schönes machen hier? Ah, ist eine Seite, okay. Jetzt haben wir die Seite gestimmt. Jetzt haben wir eine Violine. Nadel und Faden. Ah, guck mal, hier können wir die einkleben. Plitsch. Und Platsch. So, ein schönes kleines Poesiealbum. Und ein Schlüssel. Wir haben einen Schlüssel gefunden, Benni. Ja, wahrscheinlich für den Violinkoffer, damit du den aufmachen kannst, um die Violine reinzupacken. Wenn ich dich nicht hätte. Da, komm. So. Nice. So. Ja, aus. Natürlich ist aus diesen Gründen halt. Können wir die Feder nehmen? Warum hat sich jetzt der Tennisball bewegt? Das freut mich auch. Schauen wir doch mal.
Also Teddy, genau, dann kannst du den Kopf annehmen wieder an den Teddy oben. Dafür wahrscheinlich, ne? Genau. Flup. Und Nadel und Faden. Flup, 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 flup. Teddy ist wieder ganz. Und hier ist der Violinbogen. Der kommt hier mit rein. Und wir haben ein Stück Kreide. Vollkommen logisch. So, damit spielen wir eine Runde. Was war denn nun? Oh. Kannst du das jetzt aussuchen? Oh ja, okay. Oh, ah, scheiße, ich kann es aussuchen. Ah, Mist, hätte ich jetzt mich anders entscheiden wollen. Okay. So, wie soll ich das jetzt hier machen, oder was? Oh nein, was ist denn das für ein warum machst du denn so? Naja, okay. Na, weil ich wusste, dass ich jetzt dran bin. Weil das macht ja keinen Sinn. Erst fängt er an, dann bin ich dran und danach bin ich nochmal dran. Oder was ist denn das für ein holer Shit, ey? Scheiße am Arsch. So, gut. Denn möchte ich jetzt. So. Das war jetzt schwer.